Eine überraschend gute Nachricht für alle Eltern. Wenn sie schon wissen, welche Hefte ihr Kind zu Schulbeginn braucht, kaufen sie diese am besten im August und nicht erst im Herbst. Denn pünktlich zum Schulbeginn steigen die Preise. Mit dem Ende des Sommers fallen die Preise für Rasenmäher, Gartengeräte und Möbel. Eine Investition, die sich lohnt, auch wenn die Neuerwerbung vor dem ersten Gebrauch noch eine Zeit in der Garage stehen muss. All jene, die im Winter billig auf Urlaub fahren wollen, sollten jetzt schleunigst buchen. Denn die heiß begehrten Frühbucherrabatte bekommen sie nur bis Ende Oktober. Und auch für den Sommerurlaub haben wir einen heißen Tipp für Sie. Also wenn Sie es ganz besonders günstig haben wollen und keine Scheu vor Hitze haben, dann rate ich Ihnen, im Sommer nach Dubai zu fahren. Hat zwar über 40 Grad, aber da kriegt man zum Beispiel die Top-Top-Spitzenhotels ganz, ganz günstig. Und auch die Luxustempels, die wir uns vielleicht sonst nicht leisten, bekommt man hier. Nicht. Heimisches Gemüse, gar nicht. Vor allem die Kartoffeln, der Bindel über Ihnen. Ach so, sonst nie. Drum ist es. Elektroartikel haben zur Weihnachtszeit Hochsaison und das wissen die Anbieter auch. Da will selbstverständlich jeder das beste Angebot haben und so sinken die Preise um bis zu 50%. Da Krawatten ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk sind, decken sich die Geschäfte zur Weihnachtszeit damit ein. Die Restbestände werden dann zu ihren Gunsten zu Billigpreisen verschleudert. Mit Wein und Sekt decken sich die Konsumenten zu den Feiertagen im Dezember ein. Da die Weinkeller dann im Februar meist noch gut gefüllt sind, werden Restbestände im Februar besonders günstig angeboten. Im März endet die offizielle Wintersportsaison. Die Händler brauchen Platz in den Regalen. Deswegen sind Preisreduktionen von 50% auf alte Skimodelle keine Seltenheit. Nicht nur der Kaffee, sondern auch die sonst guter recht teure Kaffeemaschine wird zu einem Sportpreis Zubereitung verkauft. Die Preissenkungen sind nicht von langer Dauer. Dabei rüsten Sie sich für die Urlaubsliteratur. Die sonst recht teuren gebundenen Romane erscheinen nun im billigeren und vor allem praktischeren Taschenbuchformat. Da zum Sommerbeginn Campingzubehör und Griller an jeder Ecke zu haben sind, probieren die Anbieter sich gegenseitig zu unterbieten. Da zum Sommerbeginn viele neue Automodelle auf den Markt kommen, wollen Autoliebhaber ihre Gebrauchtwagen möglichst schnell an den Mann bringen und das zu ihrem Vorteil. Einen ganz wichtigen Tipp hat unsere Shopping-Expertin noch für Sie. So, grundsätzlich sollte man nicht mitten in der Saison kaufen, sondern nach der Saison kaufen. Da macht man meistens die besten Schnäppchen. Und wenn Sie diesen Tipp befolgen, entgeht Ihnen bestimmt kein Schnäppchen mehr.